schau, Marianne, jetzt habe ich dich mal in einem ruhigen Moment erwischt. Ja. Und jetzt will ich mal von dir wissen, was ist deine Lieblingstechnikübung? Und die darfst du mir jetzt mal zeigen. Meine Lieblingstechnikübung? Ja, die ist ganz einfach. Du legst dich auf den Rücken, ja, mit den Füßen voran. Okay. Nimmst deine Arme hier oben. Ja. Und bewegst dich nur mit den Händen vorwärts. Okay. Ich zeig's dir. Alles also klar. Also ich finde die echt super. Mir okay. gefällt die total gut. Und wieso machst du diese Übung dann immer? Für die Körperspannung, ja, damit ich einfach schön oben bleibe, damit ich dann ein besseres Wassergefühl auch habe mit den Händen. Was, okay. Wann muss ich Druck machen, wann, damit ich überhaupt vorankomme. Genau. Ja. Okay, zeig mir einfach mal und ich versuche nachzumachen. Ja, cool. Okay, also ich habe schon gemerkt, ich habe da als Mann natürlich ein bisschen mehr Probleme, weil die Frauen einfach von Natur aus ein bisschen mehr Auftrieb haben. Einfach das Verhältnis Muskelmasse zu Fettgewebe ist bei den Männern einfach ein bisschen vorteilhafter, nennen wir es mal so. Meistens haben die Frauen einfach ein bisschen Vorteile. Deshalb kann man sich auch als Mann, wenn man jetzt mit den Füßen komplett untergeht, ihr habt es wahrscheinlich bei mir gesehen, ich musste auch ab und zu mal mit den Beinen nachhelfen, dass ich wieder hochkomme, kann man sich auch zur Hilfe in Pulver zwischen die Beine klemmen. Entweder direkt oben an die Oberschenkel oder auch zur Not unten an die Fußgelenke, je nachdem, was man eben damit trainieren möchte. Aber auf jeden Fall eine geile Übung. Ja, wir machen die auch ab und zu im Training. Also ja. Ich kannte diese Übung schon auch, aber ich glaube, ich habe sie für euch noch nicht vorgestellt. Also war tatsächlich eine neue Technikübung. Und wie Marianne schon gesagt hat, super Übung, um eben das Wassergefühl, das Wasserfassen zu trainieren, Körperspannungstraining. Und Marianne ist übrigens zum zweiten Mal jetzt schon beim Swim Performance Camp. Ja, und weil es mir beim ersten Mal schon so gut gefallen hat und ich so, ja, infiziert war mit dem Schwimmvirus, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte und noch mehr lernen wollte. Ja, und mittlerweile ist wirklich so eine kleine Community entstanden. Wir haben einige Leute, die jetzt wirklich schon zum zweiten Mal da sind und die sie natürlich alle kennen. Dann kann man natürlich auch die Inhalte ein bisschen ändern und ein bisschen mehr trainieren machen. Ja, das war diesmal auch wieder echt super. Ich habe trotzdem wieder neue Übungen kennengelernt und auch neue Sachen machen dürfen. Und es war top. Ich fühle mich wieder genauso motiviert wie beim letzten Mal auch. Ja, mehr Bock auf Schwimmen. Das ist auch das beste Feedback, das man erhalten kann. So, wir haben jetzt fast unser Ende des Trainingscamps erreicht. Wir machen jetzt noch ein paar coole Fotos. Und dann sehen wir uns im nächsten Technikvideo wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich sage schon mal ciao, ciao. Marianne, danke fürs Mitmachen. Ja. Und gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis bald, euer Dominik und Marianne. Ciao. Ciao, ciao.